die Tagesartikel vom dritten Teil. Es ist leider schon etwas dunkel, aber wir haben zum Glück ein gutes Licht. Und ja, wir fangen gleich mal an. Einfach mal mit dem Deballer hier. Dann gibt es jetzt hier alte Schissing-Cracker. Ob die noch gehen? Wow. Noch einer. Oh, der ist schön. Jetzt gibt es hier Cracking Balls von Pure Factory. Dann Chili Böller von Pure Factory. Machen wir noch einen. Okay, jetzt die Black Pirates von Pyro Factory. Und noch ein letzter. Oh. So, dann machen wir jetzt die Böller von Keller. Noch einer. Dann Funke B-Böller. Die sind echt heftig und die schnipseln auch übel. Dann jetzt die Super Crackers von BVD, auch alte Teile. Und noch Super Böller 2 von Leslie. Und noch die Funke Knallfrösche. Und noch einer. Da geht's jetzt weiter mit den Sachen im Dunkeln. Multiflash von Pure Factory.
Klabautermann vom Keller. Nochmal zwei. Knattermaxe noch von Moog Nico. Flashbang. Nauti Screamers von Leslie. So, jetzt noch die Double Flash, zuerst den in Blau. Und noch den in Rot. Gelb. Mephisto's Fire von Nico jetzt. Und jetzt auch die Raketen vom letzten Teil, fangen an mit der Goshawk in grün. Jetzt die Green Ball. Igel. Mittlere Artemis. Oh, Artemis.